KC, kranke Leber, FC Kameltreiber, Meckermänner oder Sportfreunde Ententeich. Die Namen der 15 Herren und 7 Frauenfußballteams sind Programm. Nicht nur, dass hier Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen, nein, hier steht heute einzig und allein der Spaß im Vordergrund. Das ist ebenso beim Fußballturnier der Lebenshilfe Bocholt, das jedes Jahr hier am Stadion des Hemner SV ausgetragen wird und zudem die Hobbymannschaften wie diesmal auch aus Bielefeld oder Bad Oeynhausen auch gerne lange Anfahrten in Kauf nehmen. Es entstanden damals durch unsere eigene Fußballmannschaft, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne Kontakt zu anderen Mannschaften haben. Dieses ist ja ist so, dass wir nicht 2 Spieler in anderen Spielen mitspielen lassen, sondern eine eigene gestellt haben, wo dann 2 normale in Anführungszeichen mitspielen. Die Waffeln sind fertig! Und wir versuchen halt unser Spiel zu machen, so wie immer. Ja, natürlich haben wir auch keine Schnitte, das wissen wir so ein bisschen. Aber wir versuchen zumindest das Spiel so zu machen, wie wir es trainiert haben. Während die Damen der Lebenshilfe ein Türchen nach dem anderen schießen, will es bei den Herren nicht so recht klappen. Obwohl sie Verstärkung 2er Spieler vom 1. FC Bocholt haben, schießen die anderen einfach mehr Tore. Eine Ansage von ihrem holländischen Trainer Hans Kemping daher, dringend notwendig. Die waren noch nicht konzentriert, alles ging zu schnell und bei Behinderten muss man aufpassen, dass das langsam geht. Ne? Dass sie das auch verstehen und am Platz, dass sie sich erstmal orten können. Normalerweise, oder wir spielen immer in Holland auch eine Turniere mit, da holen wir immer den ersten Preis. Auch wenn es heute auf eigenem Boden nicht so ganz klappt, die Männer der Lebenshilfe schlagen sich wacker gegen die Hobbymannschaften aus Bocholt und Rehde. Mir macht sehr Spaß, ja, alle Spieler unterstütze und ich hab früher auch in der Schule viele Turniere gespielt. Da macht mir richtig Spaß drin, mit Gefühl reinkommen. Ja. Und der Spaß geht weiter. Auf die Kickerinnen und Kicker von der Lebenshilfe Bocholt warten jetzt gleich mehrere Turniere in Deutschland und Holland.